So, jetzt geht es weiter mit der Trigonometrie. In dem ersten Erklärvideo habe ich erläutert, wie man den Sinus anwendet. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der Link ist unten im Inhaltsverzeichnis. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Es gibt ja noch mehr Funktionen, nämlich Cosinus und Tangens dazu. Ich wähle eine entsprechende Aufgabe aus. Schubs, da ist sie. So, im ersten Schritt muss ich wieder schauen, welche Seitenlängen gegeben bzw. gesucht sind. Gegenüber vom rechten Winkel ist die Hypotenuse bekanntermaßen, ich schreibe es mal in blau dazu, H für Hypotenuse. Und gegenüber des Winkels, der zusätzlich gegeben ist, ist die Gegenkatheter. Und die Seite, die am Winkel liegt, ist die Ankatheter. Wie ich sehe, geht es in diesem Fall um ein Seitenverhältnis zwischen Ankatheter und Hypotenuse. Und jetzt muss ich wissen, welche der Funktionen sich mit welchem Seitenverhältnis beschäftigt. Und dafür habe ich eine ganz prima Eselsbrücke, die ich jetzt einfach mal einblende. So, das ist die Gaga Hühnerhof AG. Und zwar schreibe ich dazu Gaga Hühnerhof AG, so untereinander. Und dann weiß ich, der Sinus gibt mir aus den Quotienten aus Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse. Der Cosinus gibt mir aus den Quotienten aus Ankathete durch Hypotenuse und der Tangens gibt mir aus den Quotienten aus Gegenkathete durch Ankathete. Ganz zum Schluss die Ausgabe Ankathete durch Gegenkathete, das ist der Kotangens. Den brauche ich aber in der Regel nicht, den habe ich jetzt hier nur drin, weil ansonsten die Eselsbrücke nicht so gut funktioniert. So, ich brauche etwas Platz, deswegen mache ich das Bild mal wieder weg und kann loslegen. Also, wir haben x ist die Ankathete und die 7 cm sind die Hypotenuse und jetzt muss ich nur die richtige Funktion auswählen. Das ist offensichtlich der Cosinus. Das heißt, ich schreibe jetzt hin, der Cosinus von 35 Grad ist Ankathete durch Hypotenuse. Ankathete ist die Seitenlänge x und die Hypotenuse ist 7 cm. Eine kleine Umformung, ich rechne mal 7 cm und dann steht da x ist gleich 7 cm mal Cosinus von 35 Grad. Das Ganze gebe ich in den Taschenrechner oder in GeoGebra ein. 7 mal Cosinus von 35 Grad. Ergebnis 5,73 cm. Damit ist die erste Aufgabe auch schon gelöst. Ich nehme eine zweite Aufgabe, da ist sie, und beginne wieder mit der Zuordnung der richtigen Seiten. Gegenüber des rechten Winkels ist die Hypotenuse. Gegenüber des Winkels, der zusätzlich gegeben ist, ist die Gegenkathete. Und am Winkel ist die Ankathete. Nun erkenne ich, in diesem Fall geht es um das Seitenverhältnis aus Gegenkathete und Ankathete. Schaue auf die Gaga Hühnerhof AG und stelle fest, damit beschäftigt sich der Tangens. Also setze ich mit Tangens an. Tangens von 22 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete ist 3,2 Meter. Und die Ankathete ist die unbekannte Seitenlänge x. Diese Situation ist ein bisschen schwieriger, denn jetzt ist das x im Nenner. Deswegen muss ich zwei Umformungsschritte machen. Erst mal x rechnen. Dann steht da x mal Tangens von 22 Grad ist gleich 3,2 Meter. Und im zweiten Schritt teile ich durch Tangens von 22 Grad. Und erhalte x ist gleich 3,2 Meter durch Tangens von 22 Grad. Jetzt muss ich nur noch wieder ausrechnen. 3,2 durch Tangens von 22 Grad und erhalte 7,92. Ich fasse nochmal zusammen. Um mit Sinus, Cosinus, Tangens eine Seite berechnen zu können, muss ich Folgendes beherrschen. Erstens, ich muss wissen, welche Seite welche im Dreieck ist. Sprich, ich muss Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse identifizieren können. Zweitens, ich muss wissen, welche Funktion sich mit welchem Seitenverhältnis beschäftigt. Dazu hilft mir die Gaga Hühnerhof AG. Und drittens, zu guter Letzt muss ich noch ein paar Umformungen hinbekommen, also einfache Gleichungsumformungen, sodass ich die Gleichung nach x auflösen kann. Und das Ganze in Taschenrechner eingeben, ausrechnen. Dann habe ich es auch schon geschafft. Ja, und das war's dann noch. Ich wünsche euch was, viel Erfolg bei euren Berechnungen. Macht's gut. Ciao.